Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie. Am 28.05.2021, einen Freitag. Und schon ist wieder Freitag. Dann schauen wir mal und hoffen wir mal, dass das Wetter schöner wird, weil mich friert es hier in die Mai, bin ich völlig durchfroren. Aber schauen wir mal die Energien an. Ja, ist ja was Gutes, dass es so kalt ist, keine Ahnung. Aber gucken wir. Vielleicht wird es uns sehr ums Herz warm. Ja, mit dem nicht. Wiederkehrende Schuld, uns wird es nicht warm ums Herz, na bravo. Was aber ein Gewinn sein soll. Schon wieder die Tochter. Also was wir die Tochter herumliegen haben, ist nicht mehr normal in letzter Zeit. Aber es ist nicht so, dass ich diese Karten nicht mische. Ich brauche die wirklich jeden Tag und nicht nur für die Tageslegung, sondern wirklich für viele Sachen. Das ist phänomenal, was die Tochter herumliegt. Bei 111 Karten. Gut. Schuld. Wiederkehrende Schuld. Gewinn fürs Kind. Ah, okay. Mal schauen. Die Schuld kriegt hier so eine eigene Dynamik, würde ich sagen, hier. Die wiederkehrende Schuld. Weil der männliche Aspekt, der ist voranschreitend, gehend. Hier kommt eine Dynamik rein. Aber wir legen den Fokus drauf, was wir gewinnen dadurch. Also durch diese Schuld, die hier auftaucht, gewinnen wir etwas. Und wir fangen auch wieder an zum Überlegen. Okay, vielleicht suchen. Ah, und die Tochter kommt hier in die Freude. Also ist es eine Schuld, die nicht uns auferliegt, sondern wahrscheinlich irgendjemand anders. Weil sonst würden ja nicht die Jungen hier, ich sage es mal die Jungen, nicht feiern und wir nicht ins Überlegen kommen. Und das ein Gewinn für uns ist. Also würde ich sagen, die Schuld sehen wir woanders. Und das bekommt jetzt eine Dynamik. Die Mutter, mehr offizielle Sachen und Berufung. Also, es geht wieder mal um das, wo du dich momentan gedrängt fühlst, es zu tun oder du unbedingt machen willst. Das ist so die Tagesberufung, sage ich immer, oder meine ich. Deine Berufung im Leben hat mit Sicherheit mit etwas zu tun, wo du dich jetzt gedrängt dazu fühlst. Aber deine Berufung könnte jetzt zum Beispiel malen sein, aber du fühlst dich jetzt unbedingt gedrängt, ein Protestschild zu malen, sage ich jetzt einfach mal. Hat im weitesten Sinn mit deiner Berufung zu tun, aber natürlich nicht wirklich etwas. So meine ich das. Also du hat mit deiner Berufung zu tun, also du fühlst dich gedrängt, hier jetzt etwas unbedingt zu tun. Und wenn man es jetzt im Allgemeinen sieht, geht es mit Sicherheit um die Kinder, die dadurch gewinnen und auch wieder ins Feiern und in die Freude kommen, weil wir hier eine wiederkehrende Schuld sehen und wir anfangen, darüber nachzudenken. Wenn wir das jetzt mal ganz global lassen, dann ist es hier die Regierung und das hier ist unsere Regierungsführerin, die mehr und mehr in diese Schuld, wahrscheinlich im Mittelpunkt dieser Schuld kommt. Also nicht sie alleine, sondern die Regierung allgemein. Wenn man es jetzt im Einzelnen sieht, im Kleinen sieht, ist auch im Außen oder irgendwo anders eine Schuld, die jetzt mehr zu tragen kommt, die mehr an die Öffentlichkeit kommt, die mehr Dynamik kriegt, wo wir darüber nachdenken. Das kann jetzt sein, keine Ahnung, der Nachbarsjunge hat das Fenster eingeschlagen. So sage ich jetzt einfach mal, im Ball. Dann hat der Schuld, im weitesten Sinne, du weißt, was ich für Schuld halte. Jetzt ist aber so, dass er praktisch mit dem Ball auch diese chinesische Vase getroffen hat. Und jetzt kommt da ein Streit raus, weil der Vater vom Nachbarjungen sagt, nee, die Vase geht mich nichts an. Das Fenster natürlich, aber die Vase geht mich nichts an. Sowas könnte jetzt sein, dass das jetzt hier eine gewisse Dynamik kriegt, die wiederkehrend ist, weil da muss man ja beim Rechtsanwalt und bla 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 drüber nachdenken, wie man das am besten macht. Im Endeffekt zahlt die Versicherung und da ich diese blöde Vase von meiner Schwiegermutter bekommen hat und nie leiden konnte, habe ich jetzt hier Grund zum Feiern, weil ich jetzt das Geld dafür habe. Zum Beispiel, das ist jetzt natürlich alles ausgedacht, aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Also durch irgendeine Schuld von irgendjemand anders haben wir einen Vorteil und einen Gewinn oder wir erkennen jetzt die Schuld und können wieder aufatmen und wieder feiern. Auch möglich. Also alles so in dieser Dynamik. Das heißt, dieser Freitag und vielleicht auch dieses Wochenende ist so ein Wochenende, was etwas auslöst. Hier, die Schulddynamik wird hier ausgelöst. Und weil es hier Menschen gibt, die sich
berufen fühlen, irgendetwas zu tun. Und wenn du dich jetzt berufen fühlst, irgendetwas zu tun, das gilt nämlich auch für uns alle, dann tu das. Weil auch das mit zu der Dynamik gehört, die hier ausgelöst wird. Weil hier ist etwas wiederkehrend und mit dem männlichen Aspekt, der schiebt und wird am Fokus drauf. Also hier ist wirklich eine Dynamik drin und betrifft natürlich irgendwas weitestgehend Offizielles. Das mit der chinesischen Vase ist natürlich auch was Offizielles, was eine Versicherung betrifft. Also es könnte auch eine Schule sein, ein Kindergarten sein oder im weitesten Sinne. Also auch ein Fitnessstudio. Also überall, wo du praktisch was unterschreiben musst, wo du dich anmelden musst oder sonst irgendetwas, könnte das auch. Es könnte zum Beispiel sogar ein Essen gehen sein, weil das, da musst du ja mittlerweile auch unterschreiben, weil du ja da so einen komischen Test brauchst. Auch das könnte es sein. Das musst du natürlich jetzt runterrechnen für deine eigene für dein eigenes kleines Leben, wie wir alle, und klein meine ich jetzt da nicht bis respektierlich, sondern wirklich, jeder hat sein eigenes kleines Leben. Und wir haben alle zusammen ein großes Leben. So ist das gemeint, also nicht böse oder so. Also auf jeden Fall ist es trotzdem ein Gewinn für uns und auch für die Jugend. Und die Tochter kann natürlich jetzt speziell mit einem Kind von uns, das muss nicht die Tochter sein, kann auch der Sohn sein, zu tun haben, muss aber nicht. Es kann auch diese Jugendlichkeit, diese spontane Freude, auch damit gemeint sein bei einem oder anderen, der überhaupt keine Kinder hat, aber der wieder in seine Freude und Spaß kommt. Auf jeden Fall kommt das wirklich wieder in den Spaß, weil hier eine Dynamik entsteht. Ja, also ich schätze mal, wir sehen morgen erstmal Ansatz der Dynamik. Der Spaß, schätze ich mal, kommt später, aber wer weiß du schon, vielleicht kommt der Spaß ja auch gleich morgen an euch. Ja, das ist das hier. Denk mal drüber nach, was du glaubst. Ich schätze mal, dass hier einiges rauskommt, dass wir auch mal was Verkehrtes geglaubt haben. Wir werden sehen. Ich wünsche dir aber ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe mit viel, viel, viel Sonne und schöner Wärme, dass wir alle raus können. Dann wünsche ich dir was. Habe die Ehre.